Hallöchen, wir sind zurück bei den Turtles. So, ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Was haben wir hier? Zack haben wir hier am Start. Der sieht ja cool aus. Also den hätte ich natürlich schon gern in meinen Reihen, aber ich habe natürlich keinen Bock, hier Kohle auf den Kopf zu kloppen. Von daher würde ich sagen, checken wir erstmal unser Gratis-Paket. Gucken da erstmal rein, was gibt es hier? Okay, Spielkarten nehmen wir natürlich auch mit. Dann sagen wir hier, nee, wollen wir nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier auf Mission, könntet natürlich erstmal einlösen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch erstmal in unseren Kader, gucken uns das an, was hier so geht. Wir haben natürlich einen neuen mit dazu bekommen. Das ist natürlich erstmal richtig nice, richtig cool für uns. Aber ich würde sagen, jetzt im Kampf können wir den erstmal noch nicht so wirklich mit einsetzen. Also könnte auf jeden Fall dann ganz schön nach hinten losgehen. Aus dem Grund würde ich sagen, gucken wir mal hier, wie wir das am besten machen, ob wir hier überhaupt eine Chance haben. Alter, wenn ich hier schon sehe, 10er. Müssen wir eigentlich praktisch den zu Hause lassen und den dafür mitnehmen. Aber ich würde sagen, wir probieren es trotzdem einfach mal so aus und geben einfach mal unser Bestes. Wollen wir es einfach so probieren? Was sagt ihr? Oder wollen wir den zu Hause lassen und den mitnehmen? Rot ist gut gegen... Boah, rot ist scheiße auf jeden Fall. Ja, dann brauchen wir den eigentlich ja nicht. Das ist der auf jeden Fall sinnvoller. Den müssen wir auf jeden Fall pimpen. Das ist wichtig, dass wir auch so einen Orangen mal mit am Start haben. Weil bei den könnten wir jetzt auf jeden Fall gut einsetzen. Aber wie ihr sagt, wir probieren es mit denen einfach mal aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es funzt. Wir probieren es einfach aus und lassen uns einfach mal überraschen. So, wie fangen wir an? Mit dem Grauen nehmen wir auf jeden Fall auf dem Blauen, nicht auf dem Orangen, weil da ist der Klassenvorteil, da sind wir ja schon am Arsch, sagen wir das einfach mal so. So, dann greifen wir gleich den nächsten an. Wen greifen wir jetzt an? Jetzt auf jeden Fall den Orangen, das ist Fakt. Geben den erstmal ein bisschen was mit. Müssen jetzt gucken, was der Gegner dann anschließend noch macht. Ich würde sagen, hier greifen wir erstmal an. Jo, kloppen den erstmal weg und jetzt müssen wir natürlich gleich mal gucken, was so geht. Blau gegen Lila oder Lila gegen Blau, das ist natürlich sehr, sehr gut. Das klatscht gleich und dann sind wir gleich nochmal dran, ne, glaube ich, oder? Ne, jetzt ist erstmal der Gegner dran. Gut, okay, okay, okay. So, dann können wir aber rufgehen. Würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal so ruf, klatschen den jetzt hoffentlich weg. Jo, so sieht's aus und dann können wir den jetzt hoffentlich auch schnellstmöglich platt machen. Jo, haben wir. Den Sieg in der ersten Welle haben wir auf jeden Fall am Start. Gucken, was in der zweiten auf uns wartet. Da vorne stehen sie. Und, wie greifen wir an? Wir greifen auf jeden Fall erstmal den Orangen an, das ist Fakt. So, geben den auf jeden Fall auch erstmal gut eine mit dem Grauen greifen wir auch einen Grauen an. Das denke ich ist auch das Sinnvollste, weil gegen Orangen hat man natürlich klassen Nachteile. Oha, oha, oha. Wollen wir darauf gehen? Ich würde sagen, jo, das machen wir. Jetzt ist der weg, wa? Oh ne, noch lebt er. Na, jetzt ist er weg. Gut, okay, hätte ich mir denken können. Aber ich wollte ihn auf jeden Fall mitnehmen, um den natürlich weiter zu trainieren. Das war mir natürlich sehr, sehr wichtig. Aus dem Grund habe ich das eigentlich so gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt ist der nochmal dran. Jetzt uns nochmal eine mit, okay. Und jetzt sind wir dran und werden erstmal... Naja, gesund machen brauchen wir uns nicht. Wir können jetzt jeden umhauen, den wir wollen. Ich würde sagen, kloppen wir erstmal den in der Mitte um. Dann geben wir dem rechts in der Mitte, oder? Ist der schon wieder dran, ne? Okay. Greifen wir den an. Und anschließend greifen wir natürlich den anderen an und machen dann beide platt, sind dann im Final, in der Final Round, in der dritten Welle. Müssen wir mal gucken. Oh, der lebt noch. Jetzt ist er weg vom Fenster. Gut, okay. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Jetzt müssen wir uns so schnellstmöglich erstmal gesund machen. Ich weiß nicht, reicht das bei unserem nur aus? Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, mit dem werden wir auch erstmal den Schlag machen. Naja, doll war nicht. Gut, okay. So, dann machen wir uns erstmal wieder gesund, würde ich sagen. Das war wichtig.
Und dann würde ich sagen, greifen wir auch gleich mal irgendeinen an. Das ist eigentlich ein Hobby-Sprung. Wen wir angreifen? Gebe ich den erstmal in der Mitte. Der Innenschlag war noch verfehlt. Der verfehlt aber trotz alledem hoch. Das war natürlich unser Glück. Der trifft natürlich wieder. Gut, jetzt sind wir dran. Greifen jetzt erstmal einen Grauen an. Oh yes, der hat gesessen. Jetzt kriegen wir natürlich erstmal auf die Mütze, oder? Nee. So, wen greifen wir dann an? Den Blauen, würde ich sagen, mit dem Schlag. So, kloppen den gleich mal weg. Das war natürlich auch genial für uns. Dann würde ich sagen, gehen wir mit dem erstmal hier rauf. Dann gehen wir mit dem da rauf, hauen den erstmal weg. Und dann können wir jetzt natürlich darauf gehen und Action machen. Ich hoffe natürlich, dass es was bringt. Alter, was macht der? Was hat der denn für Moves drauf, Alter? Richtig krass. Auf Rang 10, da geht schon was. So, dann würde ich sagen, greifen wir gleich nochmal an und gucken gleich nochmal. Oha, verfehlt. Mist, Mist, Mist. Aber jetzt hauen wir ihn um. Und jetzt klappt auf alle Fälle alles. Jetzt sieht es auf jeden Fall richtig genial für uns aus. Klar, 2 Sterne sind es nur geworden, ist natürlich bitter. Aber drauf geschissen, besser als nichts, können wir uns auf jeden Fall trotzdem glücklich schätzen. Erstmal gucken, was wir als Belohnung kriegen. Naja, so doll ist es nicht. Von daher war es natürlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. So, alles klar, aber auf jeden Fall haben wir den Kampf gewonnen. Das war erstmal wichtig für uns. Haben im Kader natürlich nichts verändert. Müssen die natürlich auch noch ein bisschen pimpen. Aber ich hoffe natürlich, dass wir das in nächster Zeit auf jeden Fall irgendwie auf die Reihe kriegen. Das wäre natürlich eine richtig noble Sache. Könnten jetzt auch nochmal sagen, jo, wollen wir nochmal in den Kampf gehen. Wir könnten das nochmal probieren mit unseren, mit dem zu Hause lassen. Und mit dem, ich weiß nicht, ob es mit den dreien besser für uns. Können wir einfach mal ausprobieren. Gucken wir uns einfach mal an und lassen uns einfach mal überraschen, was so geht. Ich bin gespannt. So, den ersten Schlag hauen wir erstmal dem Ene auf der Mütze. Dann würde ich sagen, kriegt der gleich nochmal Ene mit. Ne, gehen wir dem Ene mit. Gut, okay, das war natürlich nicht so dolle. Jetzt greifen wir auf jeden Fall erstmal den Orangen an. Oh yes, der hat gesessen. Jetzt könnten wir dem gleich nochmal in den Ruf gehen, aber ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den Blauen und geben den innen mit. Dann können wir mit dem Lilanen natürlich auch gleich nochmal Ruf gehen. So, dann haben wir den erstmal weggehauen. Das ist natürlich erstmal richtig gut für uns. Dann würde ich sagen, gehen wir darauf nochmal oder gehen wir nochmal darauf. Grau oder... Ah, nee, hauen wir den erstmal weg. Dann würde ich sagen, jetzt können wir uns eigentlich aussuchen. Ich würde sagen, greifen wir gleich mal den an. Und dann hauen wir den jetzt natürlich komplett weg, weg in der Ecke. Rutschen natürlich ab in die nächste Welle und müssen da erstmal gucken, was da so geht. Da bin ich natürlich auch gespannt. So, wie verfahren war? Das ist natürlich die Frage. Mit unserem Grauen nehmen wir auf jeden Fall auf den Roten. So, da haben wir ihm erstmal in die Mitte gegeben. Dann können wir gleich nochmal gucken. Gehen wir mit dem Grauen gleich nochmal auf den Roten. Sehr schön. Dann sind wir mit unserem Lilanen dran. Da würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall auf den Orangenen und gucken, was da so geht. Wollen wir da gleich nochmal rauf gehen? Oder wollen wir auf den Roten gehen? Ne, gehen wir hier nochmal rauf. So, 88 haben wir ihn abgezogen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was der Gegner macht. Erstmal erhöhen sie ihren Angriff. Alles klar. Jetzt knallt es natürlich gleich ein bisschen anders. Alter, der war derbe. Der war wirklich derbe, muss ich sagen. Aber ist mir ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt trotzdem nochmal. Wollen wir ihn erstmal heilen? Nee, ich würde sagen, das halten wir noch aus. Ich hoffe jedenfalls, dass wir das aushalten. Gehen jetzt erstmal darauf. Wir hätten jetzt aber den linken angreifen sollen. Habe ich nicht aufgepasst. Gut, okay, das war jetzt natürlich nicht so das Gelbe vom Ei, aber ist egal.
Naja, ist egal. Ärgert mich jetzt zwar gerade doch ein bisschen, aber können wir jetzt, wie gesagt, nicht mehr ändern. So, und es reicht am Ende doch. Von daher kommen wir in die nächste Welle. Müssen jetzt erstmal gucken, was der Gegner macht. Da bin ich natürlich gespannt, ob er meinen Grauen angreift. Ich hoffe natürlich nicht. Das wäre natürlich eine richtig miese Aktion, muss ich sagen. So, dann greifen wir den erstmal an. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns erstmal gesund. So, dann sind alle wieder am Start, alle wieder Paletti. Jetzt können wir auch gleich mal weitermachen. Mit wem sind wir überhaupt dran? Mit dem Grauen. Okay, da gehen wir auf jeden Fall oder auf den roten Ruf, würde ich sagen. Oder wen darauf? Gehen wir darauf. So, dann können wir mit dem roten auf den roten gehen. Oder wen? Ja, wen auf den roten. Reicht natürlich nicht. Das ist natürlich mies, aber ist egal. So, was machen wir dann? Was machen wir dann? Was machen wir dann? Ich würde sagen, wir nehmen den gleich mal. So, dann haben wir nämlich schon mal einen weggehauen. Das war schon mal wichtig für uns. Oha, was macht er denn da? So, gucken, ob wir den platt machen, ohne ihn zu verlieren. Das ist natürlich die Frage. Also da bin ich natürlich extrem gespannt. So, alles klar, weil ich glaube, wir müssten es eigentlich auf die Reihe kriegen, müssten den Sieg eigentlich durchkriegen, ohne ihn zu verlieren. Jo, so ist es. Jetzt haben wir gepackt, war am Ende dann doch eine knappe Kiste, aber das hat gereicht. Von daher alles super, alles schick. 3 Sterne haben wir. Besser jetzt auf alle Fälle wieder mal nicht für uns laufen können. So, dann sammeln wir das erstmal ein. Und dann würde ich sagen, gucken wir erstmal, was wir hier bekommen. Oha, oha, oha. Wir haben hier einen Leonardo mit dazu bekommen. Das ist natürlich mega genial. Können wir erstmal in unseren Kader gehen. Gucken uns den erstmal an. Hier 1 von 50 haben wir. Das ist natürlich absolut genial. Freue ich mich drüber. Ich weiß ja nicht, wer von euch hat vielleicht schon 50 von 50 Leonardos. Also würde mich mal interessieren. Könnt ihr mal in den in die Kommentare schreiben. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier für ihn? Das ist natürlich ein richtig krasser Typ. Da müssen wir mal gucken, was wir da so reißen können. Auf jeden Fall müssen wir hier noch ein bisschen trainieren. Seht ihr selbst, also das dauert noch eine ganze, ganze Weile. Gut, wie gesagt, wir sind aber erstmal wieder durch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Let's Play wiedersehen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.